Es ist mir jetzt eine große Freude, Ihnen Professor Christoph Kaiser vorzustellen, seit Jahren Leiter unserer invasiven Kardiologie, die ja immer mehr auch vom reinen Koronargeschäft heute zu einer Klappenkardiologie wird. Und Christoph wird uns über das häufigste Vitium, was wir gut behandeln können, berichten, über die Aortenstenose, der Sie ja auch in der Praxis mit dem zunehmenden Alter der Patienten immer häufiger begegnen werden. Christoph, freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, Christian, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. In der nächsten halben Stunde geht es um die Aortenklappenstenose, eine häufige Krankheit. Und ich beginne mit einem klinischen Fall und mit Blumen. Es ist Frühling, eine Patientin, die Sie schon länger kennen, aber schon lange nicht mehr bei Ihnen war, meldet sich bei Ihnen in der Praxis und erzählt Ihnen, dass sie vor ein paar Tagen im Garten gearbeitet hat und gejätet hat. Und da sei sie ohnmächtig geworden. Und das Erste, was sie gesehen hat, als sie wieder aufgewacht war, war dieses. Sie untersuchen die Patientin natürlich, sie befragen sie, machen einen Status. Sie ist bis auf eine arterielle Hypertonie gesund. Sie hat aber nie antihypertensive Therapie gehabt, weil sie die nicht wollte. Der Blutdruck war auch nicht massiv erhöht. Sie machen ein EKG, da finden sie einen Sinusrhythmus, Zeichen der linksventrikulären Hypertrophie. Status ist sie hypertensiv etwas, 160 auf 100, und das einzig Pathologische, was sie effektiv findet, ist dieses spindelförmige systolische Geräusch. Und ich gebe Ihnen jetzt ein paar Möglichkeiten von Gedanken, die Sie sich gegebenenfalls in dieser Situation machen könnten, was Sie mit der Patientin weiter tun wollen. Und bin jetzt nicht sicher, ob eine Frage eingebaut ist, doch, sie ist hier. Und das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die ich Ihnen gebe. Erstens könnten Sie sich denken, ja, die hat eine rhythmogene Synkope, jetzt machen wir mal ein 24-Stunden-EKG. Zweite Variante wäre, ja, sie hat eine Aortenklappenstenose, aber eine Synkope ist keine Synkope, warten wir mal ab. Das Dritte wäre, ja, sie hat eine Aortenklappenstenose, ist aber schon 85 und sie hat eine arterielle Hypertonie, machen wir eine konservative Therapie und geben wir ihr einen ACE-Inhibitor. Nächste Möglichkeit wäre, sie hat eine Aortenklappenstenose und ich schicke sie doch jetzt mal beim Kardiologen vorbei, der soll ein Echo machen und die Patientin beurteilen. Und das Letzte wäre anderes, falls Sie etwas Besseres wissen wie ich, dann können Sie das ankreuzen. Jetzt wollen wir mal abstimmen und schauen, was Sie wählen würden. Ist jetzt noch nichts? Muss ich weiter drücken? Aha, gut. Voilà. Sie wollen die Patientin zum Kardiologen schicken und beurteilen lassen. Also die 7%, die das nicht angekreuzt haben, die muss ich jetzt in den nächsten paar Minuten noch überzeugen. Aber das ist sicher die richtige Antwort. Sie kennen alle diese Grafik. Da war ich 6, als die publiziert wurde von Ross und Braunwald. Ist das schon lange her? Wahrscheinlich haben Sie es im Studium schon mal gesehen. Das ist der natürliche Verlauf der Aortenklappenstenose mit der Mortalität. Und Sie sehen, dass diese Aortenklappenstenose lange, auch wenn sie schwer ist, benigne verläuft. Mortalität ist klein und der Changing Point ist eigentlich dann, wenn Symptome auftreten. Sobald Symptome auftreten, ist die Prognose schlecht. Das heißt, die Patienten sterben in den nächsten paar Jahren fast alle weg. Es gibt noch Unterschiede, je nachdem, was für Symptome sind, aber Keypoint ist, sobald Symptome auftreten, verschlechtert sich die Prognose. Was Sie vielleicht nicht wissen, Ross und Braunwald haben das einfach aus ihrer Erfahrung gezeichnet. Es gab damals noch keine Daten, aber sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist wirklich so, sobald Symptome auftreten, geht es schlechter mit den Patienten, ist die Prognose schlechter. Sehen Sie hier auch noch einmal auf der rechten Seite schwere und sehr schwere Aortenklappenstenose. Mit Symptomen deutlich schlechtere Prognose als ohne Symptome. Das sind etwas neuere Daten. Also Wait and See ist bezüglich Prognose keine gute Idee. Nun werden Sie sich allerdings vielleicht fragen, ja, die ist 85, die gute Frau, muss ich jetzt hier wirklich die Prognose verbessern oder kann man das nicht einfach so lassen? Sie wird ja dann sowieso in den nächsten 5 bis 10 Jahren an etwas anderem sterben. Und das ist ein Gedanke, den man durchaus haben kann und ich möchte auf den ganz kurz eingehen. Das ist eine weitere Einteilung der Aortenklappenstenose, die in den letzten Jahren vorgeschlagen wurde. Und ich zeige es Ihnen vor allem deshalb, weil sie sehr schön den Verlauf zeigt, was im Herzen passiert, wenn Patienten eine schwere Aortenklappenstenose haben. Ganz zu Anfang, Stadium 0, ist die Aortenklappenstenose schwer, der linke Ventrikel aber nicht geschädigt, pumpt normal, die Drucke sind hoch, es gibt keine Schädigung am Herzen. Es fängt dann an mit einer
Druckbelastung des linken Ventrikels, der darauf reagiert mit einer Hypertrophie. Das heißt, die Pumpfunktion ist zwar noch erhalten, aber der linke Ventrikel ist hypertroph. Das ist Stadium 1 und beim Stadium 2 dann kommt es zu zunehmender linksventrikulärer Insuffizienz und es geht auch dann weiter Richtung Mitralklappe. Es kommt zu der Dilatation des linken Vorhofs. Pumpfunktion hinten ab, linker Vorhof dilatiert und dann kommt es zum Rückstau in den kleinen Kreislauf und dann kommt es zur rechtsventrikulären Insuffizienz, das heißt zur biventrikulären Insuffizienz. Auch diese Stadien sind sehr mit der Prognose assoziiert, die wird schlechter von Stadium 0 bis Stadium 4, aber ich zeige es Ihnen nicht deshalb, ich zeige es Ihnen aufgrund der Symptome, die natürlich das Ganze mit sich bringt. Die Symptome nehmen im Verlauf der Daten dieses Verlaufs weiter hinzu, wenn man nichts macht. Und wenn Sie bei der Patientin diese einschneidenden Symptome, die dann auftreten, wie Schwindel, Synkopen, Dyspnoe, in den letzten Lebensjahren verhindern können, dann sollten Sie doch das auch tun. Es geht also nicht unbedingt darum, die Prognose zu verbessern, sondern es geht darum, die Symptomatik, die dann auftritt, zu verbessern. Sie schicken sie zum Kardiologen, die kommt zurück und das schreibt der Kardiologe. Sie können sich mal durchlesen, massiv hypertrophe linke Ventrikel mit einer hochnormalen Pumpfunktion. Aortenklappe stark verkalkt, Öffnungsbewegung ist verringert, dann kommen ein paar Zahlen und am Schluss schreibt der gute Mann insgesamt mittelschwere bis schwere paradoxe Low-Flow, Low-Gradient Aortenklappenstenose. Jetzt werden Sie sich fragen, also erstens mal ist doch Kardiologe, der sollte doch wissen, ist sie mittelschwer oder schwer, das ist mal der erste Punkt und der zweite Punkt ist, was ist bitte schön eine paradoxe Low-Flow, Low-Gradient Aortenklappenstenose. Da haben Sie völlig recht, aber ich möchte auf diese Einteilung der Aortenklappen kurz eingehen, weil Sie werden, Stenosen kurz eingehen, weil Sie werden das gelegentlich halt mal hören. Wir haben alle gelernt im Studium, eine Aortenklappenstenose ist dann schwer, wenn die Öffnungsfläche unter 1 Quadratzentimeter ist, der mittlere Druck über 40 mm Hg und die Flussgeschwindigkeit erhöht. Das stimmt, aber eben nicht immer. Das stimmt nur für die klassische Aortenklappenstenose mit erhaltener linksventrikulärer Pumpfunktion. Da ist das richtig, da sind die Druckgradienten erhöht, der Fluss über der Klappe ist aber normal, weil der linke Ventrikel pumpt eben normal und das Schlagvolumen ist erhalten. Es gibt aber auch noch andere Formen der Aortenklappenstenose, etwas seltener. Die normale oder die linke ist in etwa 80% der Fälle, die anderen sind weniger häufig. Es gibt zum Beispiel die klassische Low-Flow, Low-Gradient Aortenklappenstenose. Meistens fortgeschrittene Stadien. Der Unterschied zu einer normalen Aortenklappenstenose ist, dass hier der linke Ventrikel bereits geschädigt ist. Die linksventrikuläre Pumpfunktion ist tief und deshalb kann er gar kein Schlagvolumen mehr erzeugen in der Systole, weil eben die Pumpfunktion eingeschränkt ist. Und deshalb sind auch die Gradienten nicht so hoch wie bei der klassischen Aortenklappenstenose. Dennoch ist sie schwer oder sogar vielleicht sehr schwer. Und dann kommt das dritte, das ist die paradoxical low flow, low gradient Aortenklappenstenose. Da ist der linke Ventrikel massiv hypertroph, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Dadurch ist das Schlagvolumen klein und dadurch ist der Druck auch nicht so hoch. Es kann gar kein hoher Druck erzeugt werden, weil das Schlagvolumen klein ist, trotz normaler linksventrikulärer Pumpfunktion. Dennoch ist die Aortenklappenstenose schwer. Einfach, dass Sie diese Begriffe schon einmal gehört haben. Es ist also nicht so einfach, eine Aortenklappenstenose ist nicht einfach eine Aortenklappenstenose, sondern es gibt Untertypen. Ist sie schwer oder ist sie nicht schwer? Die Frage ist wichtig, denn nur schwere Aortenklappenstenosen sollte man therapieren. Und Sie werden lachen, wenn wir im Heart-Team zusammensitzen, dann ist das eine der wichtigsten Fragen, über die wir immer streiten. Ist sie jetzt wirklich schwer oder ist sie nicht? Denn das ist nicht so einfach. Das Ganze ist ein Puzzle, das man zusammensetzen muss und am Schluss eine Beurteilung abgeben muss. Die Klinik spielt sicher eine Rolle. Es spielt das Echo eine ganz große Rolle, aber da geht es nicht nur um Zahlen und um Gradienten, sondern auch um die Morphologie. Wie sieht die Klappe aus? Ist sie verkalkt? Geht sie noch auf? Geht sie nicht mehr auf? Das CT spielt eine große Rolle oder kann eine große Rolle spielen. Man schaut auf die Verkalkungen, man schaut erneut auf den morphologischen Aspekt. Und gegebenenfalls braucht es Zusatzuntersuchungen wie Ergometrie, Stressechokardiographie etc., dass man schlussendlich sagen kann, ja, die ist schwer oder die ist nicht schwer. Also das Puzzle gilt es bei jedem Patienten immer zusammenzusetzen. Bei unserer Patientin ist es eigentlich relativ klar. Die Klinik, sie synkopiert, spricht für eine schwere Aortenklappenstenose. Die linksventrikuläre Pumpfunktion ist erhalten bei aber einem massiv hypertrophen linken Ventrikel. Aspektmäßig ist die Klappe hier
massivst verkalkt. Vielleicht läuft das eine Bild noch, nein, es läuft nicht, deshalb gehe ich zurück. Man würde hier sehen im Loop, dass die Atemklappe gar nicht mehr aufgeht. Im CT starke Verkalkung, ein Calcium-Score von 3000, das spricht für eine schwere Aortenklappenstenose. Wenn man das alles zusammensetzt, dann kann man, glaube ich, schon die Diagnose bestätigen, dass es eine schwere paradoxe Low-Flow-Low-Gradient-Aortenklappenstenose ist. Die sollte behandelt werden, um der Patientin weitere Symptome zu ersparen. Nun, jetzt könnten Sie sich ja denken, machen wir ein konservatives Management und geben wir ihr einen ACE-Inhibitor. Sie hat schließlich auch eine arterielle Hypertonie. Und der Gedanke ist gar nicht so schlecht. Die Guidelines empfehlen das sogar, dass man Patienten mit Aortenklappenstenose mit einem ACE-Hemmer behandelt, aber nur asymptomatische Patienten, nicht symptomatische Patienten. Und es gibt eine Studie, die das sehr schön gezeigt hat, dass das etwas bringt. Das ist die RIAS-Studie, Ramipril versus Placebo bei asymptomatischen Aortenklappenstenosen, hat den Effekt, dass die linksventrikuläre Hypertrophie deutlich abnimmt und damit ja wahrscheinlich auch dann die Zeichen oder die Entwicklung der Herzinsuffizienz. Bei symptomatischen Patienten ist es quasi kontraindiziert, vor allem in hohen Dosierungen. Man senkt die Nachlast und man kann die Symptome bis zu kritischen Zuständen verstärken. Also bei symptomatischen Patienten sollten Sie das nicht tun. Was Sie sich auch überlegen könnten, ist, man könnte ja versuchen, die Progression zu verhindern, quasi zu stabilisieren, die Verkalkung oder vielleicht sogar ein bisschen Kalk wegzukriegen, wie man es ja bei den Koronarien auch macht, zum Beispiel mit einem Statin, wo man die Plaques stabilisiert. Und auch das wurde in einer großen Studie angeschaut, das ist die SEAS-Studie, und ich zeige Ihnen hier die Ergebnisse, 40 Milligramm Simvastatin plus Ezetimib bei milder bis moderater Aortenklappenstenose, bei immerhin fast 2000 Patienten. Sie sehen oben links, das Cholesterin wurde hervorragend gesenkt durch die Therapie, auch die kardiovaskuläre Mortalität wurde durch die Therapie gesenkt, das wirkt, aber es wirkt eben nur im Bereich der Koronarien. Wenn man sich nämlich die Öffnungsfläche, die Entwicklung der Öffnungsfläche anschaut, hat es überhaupt keinen Effekt. Und wenn man sich die Events, die klinischen Events, die auf die Aortenklappenstenose zurückzuführen sind, anschaut, hat es auch keinen Effekt. Also eine Statintherapie bringt nichts. Was Ihnen bleibt als konservative Therapiemöglichkeit, ist lediglich die Diuretikagabe. Und da sind Sie dann wahrscheinlich auch relativ schnell limitiert. Und deshalb sagen die Guidelines ganz klar, bei einer symptomatischen schweren Aortenklappenstenose ist die Prognose schlecht und man sollte es frühzeitig intervenieren. Und intervenieren heißt, man sollte die Aortenklappe ersetzen. Und ich zeige Ihnen hier schnell die Entwicklung über die letzten Jahre, wie sich das mit dem Aortenklappenersatz entwickelt hat. Sie wissen, man kann chirurgisch eine Aortenklappe ersetzen oder eben interventionell. Angefangen haben wir offene Operation als einzige Behandlungsoption. Dann kamen die Klappen bei Hochrisikopatienten, die interventionellen Klappen. Dann hieß es, offene Operation ist der Goldstandard. Aber man kann vielleicht auch eine TAVI machen, wenn die Patienten nicht operierbar sind. Dann kam die TAVI bei Hochrisikopatienten und bei intermediärem Risiko zum Zug. Und heute haben wir eine Studienlage, die eigentlich sagt, und das ist eine provokative Frage, Aussage, aber ich mache sie dennoch, einfach um ein bisschen zu provozieren. TAVI ist die Standardtherapie bei Aortenklappenstenose. Eine offene Operation sollte nur bei Kontraindikationen durchgeführt werden. Das ist so nicht in den Guidelines drin, aber wenn wir die Studien anschauen, und sie sind hier alle aufgelistet, eine nach der anderen, dann sind wir von einem erhöhten Risiko, massiv erhöhten Risiko ausgegangen, haben wir angefangen mit den interventionellen Klappen, sind zum intermediären Risiko gegangen und sind jetzt, haben gute Daten für Low-Risk-Patienten mit einem tiefen periinterventionellen Risiko. Und alle Studien waren mindestens gleich gut wie die Chirurgie, wenn nicht besser. Und deshalb kann man provokativ, glaube ich, dieses Statement schon machen, obwohl es in den Guidelines noch nicht so drin ist. Aber wir haben in allen Risikogruppen gute Evidenz, dass die TAVI mindestens gleich gut ist wie die offene Operation. Das sind die Zahlen in der Schweiz. Sie sehen, es hat massiv zugenommen, seit wir TAVIs machen, seit 2007. Wir sind jetzt bei 1790 Klappen, ein bisschen weniger wegen Covid, aber wir sind gegen 2000 Klappen im Jahr nur für die Schweiz. Und was für mich noch wichtig ist und was ich Ihnen zeigen möchte hier, ist das hier. Natürlich werden 94% transfemoral gemacht. Es gibt aber diverse alternative Zugänge, wo man Klappen implantieren kann. Transapikal machen wir auch hier im Haus. Subclavia wird auch hier im Hause durchgeführt. Dann gibt es Zentren, die machen es über die Karotis.
Es gibt Zentren, die punktieren die Aorta direkt. Und was zunehmend gemacht wird, ist der transkavale Zugang. Das heißt, man punktiert die Vene in der Leiste und punktiert dann im Bereich der Aorta Descendens direkt rüber in die Aorta und geht so in die Aortenklappe hoch. Alles möglich, alles in der Entwicklung. Und wir werden sehen, was sich dann schlussendlich durchsetzen wird. Hier vielleicht ein paar Bilder zu einer Transfemoral-Antawi. Man stellt sich zuerst die Beckenachse dar. Man legt sich gewisse Katheter. Sie sehen hier schon bereits den Draht im Ventrikel. Der wird jetzt mittels Rapid Pacing stillgelegt. Das erlaubt mir dann mit dem Ballon die alte Klappe kaputt zu machen. Dann wird die neue Klappe eingeführt über den Katheter und abgesessen. Am Schluss haben wir innerhalb von 30 bis 45 Minuten ein schönes Ergebnis mit einer gut sitzenden Klappe. Also eine und das wird alles unter Analgosedation durchgeführt. Es gibt keine Narkose, es gibt keine Herz-Lungen-Maschine. Natürlich hat auch diese Technik ihre Downsides und ihre Probleme. Den Zugangsweg habe ich Ihnen schon gezeigt. Wenn es femoral nicht möglich ist, muss man ausweichen auf andere Zugänge, die jetzt immer mehr entwickelt werden. Die Aortenklappeninsuffizienz war ein großes Problem, als wir angefangen haben. Die paravalvuläre Insuffizienz, die ist heute praktisch verschwunden, zumindest die schweren Insuffizienzen, weil sich die Klappen massiv weiterentwickelt haben. Skirts verhindern eine Insuffizienz. Klappen sind technisch deutlich besser geworden. Hirnschlag. Dazu muss man sagen, ja, ist eine gefürchtete Komplikation, aber die TAVI-Studien haben gezeigt, dass wir weniger Hirnschläge haben als die Chirurgen und wir bemühen sie noch weiter runterzubringen, indem wir Protection Devices einsetzen, Filtersysteme im Bereich der Karotiden oder Deflection Devices, wo die Emboli dann eben nicht ins Hirn gehen, sondern wenn es Emboli gibt, dann gehen sie in die Peripherie, wo sie weniger Schaden anrichten. Aber wir haben gute Zahlen, dass die Stroke-Raten nicht höher sind oder gegebenenfalls sogar tiefer als bei den Herzchirurgen. Und dann bleibt natürlich noch die zwei wichtigen Fragen, die immer wieder diskutiert werden: Halten diese TAVI-Klappen wirklich so lange wie die chirurgischen Klappen? Und was ist mit den Schrittmachern? Und auf das möchte ich noch ganz kurz eingehen. Langzeitergebnisse, also die längste Studiendaten, die wir haben, sind 8 Jahre, das ist der Notion Trial. Und Sie sehen hier TAVI versus chirurgische Operation überhaupt keine Unterschiede. Also die TAVI-Klappen sind nicht schlechter wie die chirurgischen. Man hat sogar bezüglich an neuen Vorhofflimmern haben wir bei der TAVI deutlich bessere Werte als die Chirurgen. Beim Schrittmachen sind wir schlechter, auf das komme ich nachher noch zurück. Aber auch was Structural Valve Deterioration anbelangt, sind wir besser als die chirurgischen Klappen, zumindest nicht schlechter. Also es gibt keine Hinweise, dass die Klappen schneller degenerieren, die wir interventionell implantieren, als die Chirurgen. Und es gibt auch Bench-Tests, also Accelerated Bench-Tests, wo 25 Jahre simuliert werden und es gibt keine Hinweise, dass die Klappen, wenn sie korrekt implantiert wurden, vorzeitig degenerieren. Also ich denke, die Langlebigkeit, lange Studien braucht es natürlich noch über 10, 15, 20 Jahre, aber bis jetzt haben wir keine Hinweise, dass wir schlechter sind wie die Herzchirurgen. Schrittmacher, ja, ist ein Problem. Am Anfang war die Schrittmacherrate hoch, aber wir haben dazugelernt. Die Klappen sind besser geworden. Wir wissen, wie wir sie implantieren müssen, dass wir sie höher implantieren müssen. Und deshalb ist die Schrittmacherrate drastisch runtergekommen, von initial 20 bis zum Teil 30-40%. Das ist sehr optimistisch mit diesem Approach, diese unter 5%. Aber ich denke, so 10% ist heute, 10-15% ist die Rate, aber das wird in Zukunft auch noch weiter abnehmen. Schauen wir uns die Guidelines an. Und das ganz zum Schluss. Was sollen wir jetzt tun? Management von Patienten mit einer schweren Aortenklappenstenose. Und die Guidelines sagen ganz klar, wenn der Patient Symptome hat und keine reduzierte Lebenserwartung aufgrund schwerer Komorbiditäten, dann sollte man im Heart-Team evaluieren und schauen, was man machen kann und wie man die Klappe ersetzen sollte. Guidelines gehen sogar noch weiter. Asymptomatische Patienten mit einer Pumpfunktion unter 50% sollten ebenfalls im Heart-Team evaluiert werden. Man muss schauen, ist das wirklich durch die Aortenklappenstenose bedingt oder gibt es andere Ursachen, aber man sollte sie evaluieren. Wenn die Pumpfunktion über 50% ist bei asymptomatischen Patienten, dann kann man bei aktiven Leuten noch einen Exercise-Test machen, eine Ergometrie und schauen, ob der Blutdruck absinkt oder ob dann Symptome auftreten. Falls ja, ist ein Ersatz indiziert. Und nur bei denen, die eine erhaltene Pumpfunktion haben und körperlich aktiv sind und einen normalen Stresstest haben, sollte man dieses Watchful Waiting machen. Die kann man alle 6 Monate nachkontrollieren und sollte schauen, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Was soll man tun?
Und hier kommen die Guidelines jetzt Richtung Chirurgie versus TAVI. Und es ist ganz klar, dass Patienten über 75 Jahren eine Klasse 1 Indikation haben für eine TAVI, generell, unabhängig vom Risiko. Bei jüngeren Patienten haben sie dann eine Indikation für eine TAVI, wenn das perioperative Risiko sehr hoch ist. Junge Patienten mit einem tiefen perioperativen Risiko, also unter 75 Jahre mit einem tiefen perioperativen Risiko, sollten gemäß Guidelines zumindest heute, Stand heute, weiterhin operiert werden. Ich muss dazu einschränkend sagen, und das ist mir wichtig, dass Sie das wissen, diese Guidelines mit einer Klasse 1a-Indikation für Patienten über 75 Jahre dürfen wir in der Schweiz nicht durchsetzen oder nicht anwenden. Das BAG verbietet es uns. Dürfen eigentlich keine TAVI machen, weil das keine Pflichtleistung ist. Das ist ein rein finanzielles Problem. Die TAVI ist teurer als die chirurgische Operation und im Moment sollten wir das nicht tun. Die meisten Kliniken machen es aber dennoch, weil wir denken, wir sollten den Patienten diese Klasse 1 Indikation, diesen Eingriff nicht vorenthalten. Ich fasse zusammen, die Aortenklappenstenose ist ein komplexes Krankheitsbild. Die Diagnostik und Einschätzung des Schweregrades ist nicht immer einfach. Eine asymptomatische schwere Aortenklappenstenose kann konservativ behandelt werden, wenn die Pumpfunktion erhalten ist. Bei einer symptomatischen schweren Aortenklappenstenose sollte aus prognostischer und vor allem symptomatischer Sicht frühzeitig ein Ersatz erfolgen. Wie auch immer, chirurgisch oder interventionell. Aufgrund der Datenlage wird die TAVI aber zunehmend zum Goldstandard generell des Aortenklappenersatzes und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Und die periinterventionellen Komplikationen werden in Zukunft mit guter Planung und Anwendung von verbessertem Material und besserten Implantationstechniken zunehmend seltener werden. Und damit bin ich am Ende. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Faszinierende Therapie. Schon beeindruckend, wenn man so sieht, wie die Patienten am Tag vor dem Eingriff eintreten, dann behandelt werden und am nächsten Tag nach Hause gehen. Wir haben aus Kanada sogar schon die ersten Daten von Same-Day-Procedures. Das verglichen mit den chirurgischen Sachen. Jetzt liegt in der Natur der Sache, dass das natürlich ein relativ technischer Vortrag ist. Die meisten Fragen drehen sich jetzt aber darum, dass die Patienten ja im letzten Abschnitt ihres Lebens sich befinden. 80 plus sind in der Regel. Und das sind dann häufig ethische Fragen, die sie stellen. Zum Beispiel, was machst du denn, wenn ein Patient an dich herangetragen wird, der zwar körperlich topfit ist, aber so eine starke demenzielle Entwicklung hat? Das sind immer ganz, ganz schwierige Diskussionen, die man dann führen muss. Aber bei einer schweren Demenz, wenn der Patient nicht das Ganze überblicken kann und eigentlich nicht einwilligen kann, aufgrund seiner Demenz sind wir enorm zurückhaltend und würden das eigentlich nicht machen. Es sei denn, wir sind symptomatisch dermaßen gezwungen, dass wir es machen müssen, aber in der Regel sind wir da zurückhaltend. Das wird natürlich Gespräche geben mit den Angehörigen, zusammen mit dem Herzchirurgen, wo man das sich anschaut, aber da sind wir eher zurückhaltend, genauso wie wir zurückhaltend sind bei Patienten, die ein Tumorleiden haben zum Beispiel und nur noch ein Jahr Lebenserwartung haben. Aber es stellt sich dann die Frage, gerade letztlich war ein Patient da, der hat gesagt, ja, ich habe nur noch ein halbes Jahr, aber wenn ich habe so Dyspnoe, ich möchte dieses halbe Jahr nicht mit Atemnot verbringen, bitte machen Sie etwas. Und das sind wirklich schwierige Fragen, die zum Teil mussten wir auch schon die Ethikkommission des Hauses bemühen, respektive durften wir sie bemühen und mussten am Tisch eine Lösung finden. Dann kommt ja immer wieder die Frage, gibt es Alterslimiten? Nein. Ja, also klare Antwort. Es ist, glaube ich, wichtig, dass das nochmal durch ist, weil nicht jeder 85-Jährige ist gleich. Haben wir denn Daten dazu, wie das mediane selbstständige Überleben zu Hause ist bei schwerer Aortenklappenstenose? Das ist ganz schwierig. Sie haben also die Daten, die ich Ihnen gezeigt habe vorhin, die zeigen einfach, dass wenn die Aortenklappenstenose symptomatisch ist, dann sterben die meisten Patienten in den nächsten 2 bis 4 Jahren. Aber das ist wirklich, man kann es nicht voraussehen, wie lange das geht. Es kann auch mal 5 oder 6 Jahre dauern, es kann aber auch nur ein paar Monate dauern. Es ist einfach schwierig zu sagen. Mhm. Das muss man den Patienten auch so mitteilen. Jetzt besteht ja immer die Gefahr, dass du den Teufel mit dem Belzebub austreibst, dass du zwar die Aortenklappenstenose sanierst, aber der Patient anschließend einen Stroke hat. Ja. Dazu sind mehrere Fragen. Zum einen, wie hoch ist die periinterventionelle Inzidenz von Strokes? Und zweitens,
Wann setzt ihr diese Protection Devices ein? Also bei uns im Haus habe ich die Daten, da ist es ungefähr 1-2% die Stroke-Rate. Nicht sehr hoch, aber sie gibt es. Ein Stroke ist ein katastrophales Ereignis. Bitte denken Sie daran, dass bei den chirurgischen Patienten ebenfalls in etwa gleichem Ausmaß Strokes auftreten. Die Protection Devices, die setzen wir eigentlich dann an, wenn es anatomisch möglich ist, weil man muss einen Zugang haben für die, die gehen immer über die Arteria radialis. Und es muss möglich sein, anatomisch runterzukommen. Und vor allem bei Patienten, die einen hohen Calcium-Score haben, also stark verkalkte Klappen, da setzen wir es ein. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Augenwischerei, auch wenn es wenig Kalk hat, kann dieser wenige Kalk abgehen und einen Stroke machen. Also das ist schwierig. Und das Zweite, was auch auftritt, was wir auch gelegentlich sehen bei Strokes, ist, dass der Stroke nicht periinterventionell auftritt, sondern 3-4 Stunden nachher. Man mobilisiert eine Plaque und nach 3 Stunden geht die ab und da sind die Devices schon lange wieder weg. Also da bleibt ein gewisses Restrisiko da. Eine weitere wichtige Frage, die auch einfach zu beantworten ist, muss nach der TAVI lebenslang antikoaguliert werden? Jetzt habe ich Sie akustisch nicht verstanden. Muss nach TAVI lebenslang antikoaguliert werden? Nein, Aspirin reicht. Genau, also das ist ja analog zu den biologischen Klappen, genau, die Herzchirurgen, ja, einsetzen. Was ist denn, wenn der 85-jährige Patient jetzt sogar 100 geworden ist und die Klappe ist dann stenosiert? Das ist ja ungefähr so die Lebenserwartung von biologischen Klappen. Muss das dann operativ entfernt werden, immer noch fit ist, oder was kann man da machen? In aller Regel ist eine TAVI in TAVI kein Problem, dann macht man eine zweite. Ja, also auch wichtig zu wissen, es muss da nicht operiert werden. Welche Patienten eignen sich explizit nicht für die TAVI? Ja, wenn man die alternativen Zugangswege anschaut, dann sind das eigentlich relativ wenige, bei denen man keine TAVI machen kann. Bikuspide Klappen, da muss man ein bisschen aufpassen, wird zunehmend gemacht, das ist so, aber dann sind es vor allem die mit den massiv verkalkten und thrombotisch aufgelagerten Aortenbögen, wo wir ein bisschen Angst haben, dass wir, wenn wir da durchgehend Plaques ablösen oder ganze Thromben ablösen. Aber wenn man den alternativen Access dazu nimmt, vor allem den transapikalen, dann kann man eine TAVI praktisch bei allen Patienten durchführen. Da gibt es keine großen Limitationen. Genau, wie hoch, was war jetzt die nächste Frage? Was macht die TAVI so viel teurer als die offene OP? Die Industrie. Nur das Device. Das ist wirklich, das DRG für die TAVI ist viel höher als das, was wir generieren bei einer chirurgischen Operation. Und das DRG ist nur deshalb so hoch angesetzt worden, weil die Preise für die Prothesen so dermaßen hoch sind. Wenn die Preise endlich mal auf ein vernünftiges Niveau runterkommen würden, dann könnte man die DRGs angleichen und dann gäbe es keinen Unterschied mehr, dann hätten wir diese ganze unselige Diskussion vom Tisch. Und dann sehen wir ja nicht selten diese Kombination zwischen schwerer Aortenklappenstenose und Mitralinsuffizienz. Ja. Hat das für dich in der Entscheidungsfindung, spielt das eine wichtige Rolle? Also ganz wichtig ist, dass man auf keinen Fall zuerst eine Mitralklappenintervention machen soll und dann die Aortenklappenstenose, weil wenn man dem linken Ventrikel den Ausgang versperrt, dann ist meistens kommt er sofort in die schwere Herzinsuffizienz. Also man sollte dann zuerst die Aortenklappenstenose intervenieren, eine TAVI machen und dann sich die Geschichte anschauen. Häufig wird die EMI besser. Wenn die nicht besser wird, dann gibt es Mitraclips, es gibt interventionelle Mitralklappen, die man dann machen könnte, wenn das noch weiterhin ein Problem ist. Wir Kardiologen stehen ja bei den anderen Krankheitsbildern gerne mit dem erhobenen Zeigefinger da und sagen der Menschheit, was sie nicht tun dürfen, damit sie möglichst keine koronare Herzerkrankung bekommen. Ist denn irgendwas, was ich nicht tun sollte oder machen könnte, damit ich keine Aortenklappenstenose bekomme? Dann kann ich dich beruhigen, du kannst gar nichts tun, sondern einfach hoffen, dass du es nicht kriegst. Okay. Also da sind wir tatsächlich eben, das ist glaube ich nochmal auch eine wichtige Sache, wir sind da in der Primärprophylaxe nicht besonders weit. Nein. Ist mit den Lipiden wirklich das letzte Wort gesprochen? Es gibt ja gewisse Assoziationen mit dem Lipoprotein klein a, dass die Patienten, die da sehr hohe Werte haben, auch eine höhere Inzidenz an Aortenklappenstenosen haben. Ja, da sind diverse Untersuchungen am Laufen. Es gibt Hinweise, wie du sagst, aber das letzte Wort ist wirklich noch nicht gesprochen und wir sehen noch nicht ganz klar, wie das zusammenhängt und ob man da gegebenenfalls auch etwas primär prophylaktisch zum Beispiel machen könnte. Mhm. Okay, und die letzte Frage, die auch sehr häufig gestellt wurde, ist, viele von den Patienten haben ja auch eine arterielle Hypertonie, haben einen ACE-Hemmer. Muss der jetzt abgesetzt werden, wenn die Patienten symptomatisch werden mit der Aortenklappenstenose? Also die Guidelines sagen, bei symptomatischen Patienten sollte man es nicht tun und wenn, dann wirklich nur in ganz vorsichtigen Dosierungen. Wenn der Patient jetzt symptomatisch wird und einen ACE-Hemmer hat, würde ich
ihn absetzen und mal schauen, ob und schauen, ob dann die Symptomatik nicht besser wird. Würde ich tun, ja. Gut. Herzlichen Dank. Ich glaube, es sind auch praktisch alle Fragen beantwortet.